Nehmen wir das zweite, das passt wohl am besten, da ich Alof nicht unbedingt rausschmeißen möchte. Ist nämlich ein zuverlässiger Magier eigentlich. I shall follow your lead. Natürlich, ich werde deiner Führung folgen. Seine Sinne stimmen sich feierlich und beruhigt. Feierlich und ruhig. Seine Stimme ist feierlich und ruhig. Bevor wir weitergehen, hätte ich gerne noch ein paar Dinge mit dir besprochen. Alof sieht dich mit ruhiger Aufmerksamkeit an. Wie kann ich dir zu Diensten sein? Über deine Eltern? Na, das fragen wir ein anderes Mal. Nun gut. Das ist alles. Okay, das ist jetzt irgendwie doof, dass wir nicht mehr nach Trutzbucht reinkommen. Wo flüchten wir jetzt eigentlich als erstes hin? Soll ich wirklich schon in Richtung Zwillingsulmen flüchten? Das wird wahrscheinlich das Beste sein. Oder soll ich erstmal in mein Zuhause fliehen? Fliehen wir erstmal nach Ketnur. Da können wir uns nämlich Sargani schnappen. Ich hoffe mal wirklich, dass wir nochmal die Chance haben werden, Trutzbucht zu betreten, wenn es da wieder etwas ruhiger geworden ist. Oh, eine Haut. Ja, kaufen wir mal. Kehrt zur Festung zurück. Ihr Gartenbauten abgeschlossen. Ah, sehr schön. Was hätten wir als nächstes? Die Bauern, die bauen wir als letztes, habe ich gesagt. Jetzt haben wir ja nur noch zwei Sachen. Das Forum und den Kuriositätenladen. Dann kommt jetzt der Kuriositätenladen mal dran. Edda? Was hast du uns zu sagen? Say what you want about dear Woodens. They haven't met the problem yet they couldn't solve by killing some scapegoats. Man kann ja über die Dürrwälder sagen, was man will, aber Probleme, die man nicht durch die Tötung einiger Sündenböcke aus der Welt schaffen könnte, haben sie noch nicht erlebt. Er grinst nichtssagend. Man kämpft für Leute, wenn man dort etwas sieht, dass es sich zu verteidigen lohnt. Das ist noch mehr der Fall, weil jemand, dem man vertraut, derselben Ansicht ist. Dann aber wendet er sich ab und tut etwas wie das hier. Achso, das gehört doch zum Text. Dann aber wendet man sich ab und tut etwas wie das hier und auf einmal ist die Person, die dich dazu brachte, ihnen helfen zu wollen, verschwunden. Sie tun, was ihrer Meinung im Sinn der Götter ist. Ohne Führung hören die Leute nie auf zu enttäuschen. Trotzdem, du hast eigentlich nicht für sie alle gekämpft. Das mittlere. Ha, also die hier mit Sicherheit nicht. Hier gehen sie damit sehr genau um. Vor 15 Jahren versuchten sie sämtliche Iotasianer umzubringen. Da begann das Vermächtnis und sie machten sich Sorgen, dass diese Säuberung damit zu tun haben könnte. Wie also versuchen sie das zu beheben? Noch mehr Säuberungen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal die Gastfreundschaft zu Hause vermissen würde. Okay. Ganze Gruppe bitte. Okay, die Kapelle sieht schon mal nicht schlecht aus. Der Berat-Priester steht davor. Gucken wir mal kurz auf die Map, wie es hier so aussieht. Handwerkshalle, Halle der Magieschmiede, das haben wir ja schon gesehen. Oh, der Irrgarten. Den haben sie wirklich schön hingekriegt. Sogar das Blumenbeet hier. Sieht sehr schön aus. Also der botanische Garten. Da ist das Übungsgelände. Ah. Also sieht eigentlich alles recht passabel aus. Abgesehen von den Mauern hier natürlich. Und dem einen Laden. Der hier sieht noch sehr heruntergekommen aus. Oh, der Scharmützelbogenschütze ist hier sogar im Training.
Gut, dann lassen wir den mal trainieren. Und ich nehme mal kurz Sagani wieder in die Truppe. Safe travels. So, die müsste jetzt eigentlich auch ihr Level up haben, oder? Jo. Okay, Sagani. Sieht immer noch sehr lustig aus in diesem Klamotten. Heimlichkeit. Fähigkeit, schnelle Zielerfassung. Verteidigungsbündnis. Sinn des Raubtieres. Vorbereitung, bindende Wurzeln. Pfeilsinn. Das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht, Pfeilsinn. Schnelle Vielzielerfassung ist modal. Minus 7 Genauigkeit ist eigentlich nicht so toll. Ne, nehmen wir mal den Zeitschaden. So. Und gucken dann mal hier in die Kapelle rein. Neue Karte in die Kapelle, 60 Erfahrungspunkte. Und nebenbei mal kurz in die Kiste gucken. Ist die Rüstung jetzt eigentlich hier gelandet? Ne, ich glaube, die ist in der Schatzkammer gelandet. Sagani kriegt jetzt auf jeden Fall mal den Superbogen. Haben wir den eigentlich schon verzaubert? Ja, Qualität ist er schon, oder? Beschädigen 3 ist auf Qualität. Das heißt, er macht 40% mehr Schaden oder so. Sehr gut. Sure. Ein Berat-Priester. Welcome. Seien Sie gegrüßt, mein Fürst. Dank Ihnen steht unsere Kapelle jetzt wieder im frühen Glanz. Dafür werden Ihnen die Götter sicherlich wohlgesonnen sein. Ich habe alle Schriftformen gesammelt, die ich finden konnte. Vielleicht werden sie Ihnen auf Ihren Reisen nützlich sein. Was hast du denn anzubieten? Super viel, ey. Okay. Gucken wir uns die anderen beiden Läden noch schnell an. Und dann würde ich mal vorschlagen, versuchen wir uns an den 3 Kopfgeldjäger-Aufgaben noch. Dass wir die erstmal hinter uns bringen, bevor wir uns in Richtung Zwillingsulm machen. Und dann vielleicht noch an den... Also, ich würde es dann auch an der Feuerhöhle versuchen. Bin ich mir nicht so sicher. Das Forum sieht leider auch noch heruntergekommen aus. Habe ich das eigentlich gerade in Auftrag gegeben oder den Kuriositätenladen? Den Kuriositätenladen, okay. Seltener Gedankenstürmer. Well met. Dann zeig mal, was du anzubieten hast. Oh, du hast jetzt eine Menge. Obwohl, das hattest du vorher, glaube ich, auch schon alles. Außer die Kultisten-Dinger. Zeigen wir mal unser Inventar. Und zwar Verzauberung absteigend. Würde ich gerne mal das ganze schrottige Zeug hier loswerden. So. Guter Kriegsbogen, noch besserer Kriegsbogen, werden wir den mal los. Der Speer ist nichts wert. Auch super. Keule, Schwert, die Tür, Dolch. Ah, Schilde haben wir eins zu viel.
Dann verkaufen wir erstmal das. Dann verkaufen wir die ganzen unnötigen Rüstungen. Gambasson können wir auch 2 raushauen. Der F-Schienenpanzer ist besser als die. Dann können die beiden weg. Rohrhautrüstungen können weg. Und die beiden können auch weg. Darum haben wir den besseren. Guter Plattenpanzer. Okay, weg mit euch. Ihr könnt die ganzen Hauben weg. Ui, die kaputten. So. Okay, du hast nichts Besonderes. Leider. Und ja, ich will jetzt nicht gleich nach Zwillingsulmen rasen. Das würde mich wirklich ziemlich nerven, wenn ich die eine Quest nicht abschließen könnte. Also Asche des Glaubens. Weil ich jetzt nicht mehr nach Trutzbucht rein kann. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann, wenn wir zum Beispiel in Zwillingsulmen ankommen, dass wir eine dass irgendwer sagt, ja, Trutzbucht hat sich die Lage gebessert, man kann es wieder betreten oder sowas. So, gucken wir mal kurz in den in die Magieschmiede rein, ob die was Neues haben. Und wenn nicht, gucken wir drin bei dem Händler, wo neben unserer Schatzkammer steht. So, hast du was Besonderes? Du hast immer noch nur Fallen, die nichts bringen. Ich glaube, sowas wie die Händler hätte ich als erstes bauen müssen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass bei denen nur pro Runde ihr Inventar besser wird. Übungsgelände 3 Macht, Überleben. Durch die Försterhütte, Wahrnehmung, Wissen, Heimlichkeit, Gewandtheit, Entschlossenheit, Mechanik. Athletik, Verfassung. Die Waldlandpfade sind eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Aber Macht finde ich doch besser. Wo, wer bist denn du? Ach, ein Rautai-Linienbrecher. Gut, Leuchthöhle kennen wir ja. In die müssen wir nicht unbedingt rein. Da drin gibt es ja nichts. Wir wollen aber hier rein. Oh, ich muss mal auch kurz nach der Anordnung hier gucken, ob hier alles stimmt. Ja, sieht gut so aus. Obwohl, du kannst so mit ihm tauschen. Right. Ja. Und dann gehen wir mal hier rein. Erstmal unsere Schatzkammer überprüfen. Wow, hier ist ziemlich viel Haut des großen westlichen Hirsches, haben wir jetzt zweimal. Wir haben ganz schön viele Reagenzien. Wir haben den Trank des Geistesschildes. Wir haben einen sehr guten Schild. Und wir haben zweimal die Haut des großen Hirsches. Na, dann gucken wir mal kurz. Sind die, können die beiden dasselbe? Ja, außergewöhnlich athletisch. Hand und Schlüssel. Vergleich das mal. Außergewöhnlich. Schon mal besser mit der Schadensreduktion. Leichte Rüstung. Die ist auf jeden Fall schon mal sehr viel besser. Und ich könnte sie noch Hieb-resistent zum Beispiel machen.
Rostfest, schockresistent, stichsicher.